Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytec Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazytec auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change 2022. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin zur 43. Folge unseres täglichen Podcasts von Bord der Dagmar Orn. Moin, moin. Erstmal muss ich mal kurz ein bisschen was zur Erläuterung sagen. Also gestern war unsere Folge ja außergewöhnlich kurz und das hatte folgenden Hintergrund. Wir waren auf dieser Testfahrt gewesen, von der haben wir ja gestern Abend berichtet. Ich hatte gedreht für den NDR, für Schleswig-Holstein Magazin und für den Nordsee-Report. Arvid war die ganze Zeit mit dem Ansteckmikrofon verkabelt. Dann waren wir wieder hier in Reykjavik im Hafen. Ich habe gesagt, Arvid, bist du bereit für eine Podcast-Folge? Ja, wann immer du willst. Dann haben wir uns an Deck gesetzt und haben gepodcastet. Dann bin ich ins Hotel und wollte den Podcast schneiden und hochladen. Und dann war das Letzte, was auf Arvids Mikro drauf war, ja, wann immer du willst. Und dann war da nichts mehr. Oh nein. Und dann habe ich alles wieder aufgeladen, bin wieder zum Schiff runtergegangen, habe gesagt, Arvid, wir müssen nochmal ran. Ja, und dann war der Tag auch einfach wirklich schon recht lang gewesen. Und so wurde die Podcast-Folge dann auch irgendwie viel kürzer als die ursprüngliche Folge. Aber heute sitzen wir jetzt hier ganz entspannt unter Deck, weil es oben regnet. Und zwar schon den ganzen Tag. Und wir haben gestern ganz schön viel Glück gehabt mit dieser Testfahrt, weil es einfach auch gigantische Bilder sind, die wir da gekriegt haben. Und weil es richtig gute Bedingungen waren, dass du das Schiff testen konntest. Ja, gestern war ein sonniger, aber eben auch ein sehr windiger Tag. Im Süden Islands war so ein Sturmtief durchgezogen. Wir hatten hier keinen Sturm, aber doch Starkwind und ja, blauen Himmel. Und das war natürlich die beste Voraussetzung, um jetzt einfach mal auf die Segel zu setzen, einfach mal durchzureffen und Technik irgendwie zu checken. Und ja, und das hat natürlich auch, wollen wir sagen, vom Licht und von den Farben her tolle Bilder gegeben. Also insofern passte gestern alles wunderbar. Und heute ist es grau und nieselig, relativ warm, muss man sagen, aber eher ungemütlich draußen. Insofern sitzen wir jetzt auch hier unter Deck im Vorschiff. Als ich kam, habe ich zu Arvid gesagt, Arvid, komm, lass uns an Deck gehen, lass uns podcasten, weil es unter Deck gerade ganz schön warm war. Und dann sagte er, nee, ich gehe heute nicht an Deck, es regnet. Ja, man muss ja nicht unnötig nass werden. Na, wie gesagt, eine Expedition ist doch keine Schönwetterveranstaltung. Da musst du doch auch bei Wind und Wetter an Deck stehen, oder? Ja, natürlich, das macht man dann ja auch. Das ist ja auch eigentlich mehr so ein Joke gewesen. Nein, mir macht Regen auch nichts aus, aber wir haben so viele Tage auf See und sicherlich auch bei nicht so schönem Wetter vor uns, dass man das ja auch nicht provozieren muss. Also man kann es sich ja auch unter Deck dann schön machen. Was ist denn temperaturmäßig zu erwarten? Vielleicht sprechen wir jetzt einfach mal über die bevorstehende Route. Du hast das ja immer schon so ein bisschen kurz angedeutet, wohin es geht, also Jan Mayen aus Grönland. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, welche Ziele du jetzt ansteuerst und eben auch, was dabei witterungsmäßig zu erwarten ist. Also wir sind, was die Arktis angeht, immer noch relativ früh im Jahr. Das heißt, Mitte Juni, da treibt das Eis vor Grönland gerade erst so langsam auseinander an der Ostküste. Deshalb bleiben wir ja auch noch im isländischen Bereich. Aber hier haben wir jetzt ja nun bald wie überall Mittsommernacht. Und es ist relativ milde. Die Seewassertemperatur liegt hier in Reykjavik etwa bei 10 Grad und die Lufttemperatur heute bei 11 Grad. Aber das kommt uns schon recht milde und warm vor. Wenn wir jetzt nach Norden fahren, kann das auch richtig sommerlich schön warm werden entlang der
isländischen Küste. Aber wenn wir uns dann lösen von Island, und das wird ja so etwa um den 12., 13., 14. Juli sein, dann geht es Richtung Norden, Richtung Jan Mayen, in die Grönlandsee. Und da wird das Wasser sicherlich an Temperatur deutlich abnehmen. Die Luft wird eine andere sein. Es ist natürlich immer noch Sommer. Sonst könnte man dort oben auch gar nicht so ohne weiteres fahren. Aber es wird dann schon etwas raueres Wetter noch. Und wenn wir dann von Jan Mayen, wo wir uns ja ein paar Tage aufhalten werden, Richtung grönländischer Küste fahren, dann ist so ein Sprung in der Seewassertemperatur, weil wir dann quasi in den Ostgrönlandstrom reinfahren. Den muss man sich vorstellen wie so ein gewaltiges Förderband, was vom Nordpol Richtung Süden fließt, und auf dem Förderband werden dann Eisfelder, Eisschollen, Packeis nach Süden transportiert. Je weiter die Jahreszeit im Sommer voranschreitet, desto lockerer wird das Eis. Jetzt um diese Jahreszeit ist dieses Förderband vollgepackt und aufgehäuft, und wir warten eben auf die Lücke darauf, dass das Förderband nicht mehr ganz so viel Eis transportiert. Die Wassertemperatur wird so um den Gefrierpunkt herum liegen, vielleicht 1 Grad plus, aber so etwa um diesen Bereich herum. Es wird dadurch deutlich kühler, und wenn man Grönland erreicht hat, dann ist man froh, wenn man ein paar Grad über Null hat, und es kann dann an Land durchaus wärmer sein, aber gerade auf dem Wasser im Eis, da ist es dann recht kühl. Okay, also grönländischer Sommer. Naja, das kommt darauf an, wo man in Grönland ist. Man muss wissen, dass die Südspitze Grönlands etwa auf der gleichen Höhe wie Oslo und Norwegen liegt, also weit südlich des Polarkreises. Dort herrscht natürlich ein völlig anderes Klima als in die Breiten, wo wir jetzt hinfahren. Der nördlichste Zipfel Grönlands ist das dem Nordpol am dichtesten gelegene Land. Also dazwischen liegen fast 3000 Kilometer. Und das sind natürlich auch verschiedene, ja, man kann sagen, Klimazonen, die letztendlich dazwischen liegen. Deshalb kann man Grönland nicht über einen Kamm scheren und sagen, dort ist es kalt und eisig. Im Süden von Grönland ist ein ganz anderes Wetter, ein ganz anderes Klima als weiter oben im Norden. Es folgt Werbung. 12 deutsche Forschungsschiffe gibt es. 8 davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tipptopp versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de. Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Arvid Fuchs an Bord der Dagmar Orn. Rund um Island segelt ihr erst. Welche Ziele verfolgst du hier mit der Expedition? Nun, wir werden Messungen durchführen, das, was wir auch schon besprochen haben mit den Sonden. Aber vor allen Dingen haben wir hier mit der Universität Island eine Vereinbarung. Die möchten gerne eine bestimmte Walspezies untersuchen, Forschung. Das machen die schon seit vielen Jahren. Und die brauchen immer ein Schiff natürlich, um rauszufahren, um diese Wale überhaupt zu finden. Das sind sogenannte Bottlenose-Wale. Und das ist eine Spezies, mit der ich also auch nicht so vertraut bin. Und die sollen also sehr tief tauchen, gar nicht so große Wale, so eine mittlere bis eher kleinere Größe. Aber das scheint für die Wissenschaftler eine ganz besonders spannende Spezies zu sein, eben weil man auch so wenig darüber weiß. Und die möchten jetzt gerne von Bord der Dagmar Orn quasi die Wale beobachten. Die wissen ungefähr, wo sie sind. Wir werden dann also einige Wissenschaftler an Bord haben von denen, die auch mit dem Schlauchboot hinfahren wollen, wenn so ein Wal auftaucht, eventuell sogar die markieren. Ich weiß nicht, wie das genau funktionieren soll und wie sie das machen werden. Und das ist jetzt erstmal auch Gegenstand eines Vorabgespräches, was wir dort wahrscheinlich auf den Westmännerinseln, wenn wir dorthin fahren oder woanders, durchführen werden. Also für mich ist das auch wirklich Neuland. Das ist auch relativ kurzfristig ins Programm mit aufgenommen worden. Aber es passt und es ist natürlich spannend. Und die sind ganz glücklich, dass sie jetzt mit einmal irgendwie ein Transportmittel gefunden haben. Und deshalb werden wir das als eines der ersten Projekte quasi auf Island jetzt durchführen.
Und gehen die jetzt hier in Reykjavik mit an Bord zur Expeditionsstart? Nein, die kommen später dazu, weil die Wale sind oben im Norden von Island und die segeln nun nicht hier an der Küste mit hoch. Aber wir werden in Siglafjörður, das ist eine Siedlung oben an der Nordküste von Island, dort werden sie an Bord kommen und voraussichtlich, ich sage das jetzt ein bisschen vorsichtig, weil die Planung ist ja auch von dem Aufenthaltsort der Wale abhängig und die kann ich nur wenig beeinflussen. Geplant ist, dass wir uns dann wahrscheinlich zu der Insel Grímsey verholen. Das ist die nördlichste isländische Insel, direkt am Polarkreis gelegen, mit einem kleinen Hafen, wunderschön. Und das sozusagen als Basis nutzen und von dort aus dann so Tagesfahrten machen, dort, wo die Wale dann sind. Und wir brauchen auch moderates Wetter dazu, weil die ja auch vom Schlauchboot arbeiten wollen. Und ja, ganz spannend. Aber wie gesagt, im Detail kann ich es jetzt auch noch gar nicht sagen, aber ich werde dann schon noch drüber berichten. Naja, wir haben hier regelmäßig den Podcast. Ja. Gute Gelegenheit, um auf den Podcast zu sprechen zu kommen. Im Moment melden wir uns ja täglich hier vom Bord der Dagmar und das ist schön für euch alle. Und ich sehe das immer, dass sobald ich das freischalte, dass der Podcast hochgeladen ist, gehen die Zahlen sofort hoch. Es gibt echt viele, die immer direkt darauf warten, dass wir uns wieder melden. Aber wenn ihr mit an Bord sein wollt, wenn ihr auch an dieser Expedition teilnehmen wollt, dann habt ihr auch während der Expedition die Gelegenheit dazu. Wobei es dieses Jahr ja weitaus abenteuerlicher ist als im vergangenen Jahr. Da hast du dich immer gemeldet, sobald du einen Hafen erreicht hast. Hier rund um Island wirst du Häfen ansteuern, aber dann, wenn es in den Norden geht, gibt es eben keinen Hafen. Aber wir schaffen es trotzdem regelmäßig, mit einer neuen Podcast-Folge rauszukommen. Wir geben keinen Zeitraum an. Es wird immer spontan sein, weil es hängt davon ab, wie die Bedingungen an Bord sind. Ob du Zeit hast, was du zu erzählen hast, was gerade passiert ist oder wie planst du, Arvid? Ja, so machen wir das. Wir müssen das spontan halten, weil es kann natürlich auch mal Sturm oder eine schwierige Situation im Eis sein. Und dann habe ich einfach andere Dinge zu tun, als so gerne ich es tue, aber als mit dir eine Podcast-Folge aufzuzeichnen. Arvid. Weil mein Job ist hier an Bord eben ein anderer. Und insofern muss ich den dann auch wahrnehmen. Nein, aber wir werden das irgendwie in unregelmäßigen Abständen durchführen. Und ich freue mich auch drauf, dass man irgendwie so eine Verbindung kontinuierlich irgendwie heute bewerkstelligen kann. Und dass das möglich ist. Und wir möchten euch ja gerne alle mit auf die Reise nehmen. Das ist ja auch ein bisschen der Gedanke. Und ich glaube, auf diese Art und Weise gelingt das besser als durch irgendwas anderes. Damit ihr wirklich mit an Bord sein könnt, ist es wichtig, dass ihr diesen Podcast abonniert. Denn dann kriegt ihr immer sofort eine Mitteilung, wenn es eine neue Folge gibt. Also bei Apple Podcast drückt man oben rechts auf das kleine Pluszeichen. Bei Spotify drückt man auf Folgen. Und dann müsst ihr in den Einstellungen die Mitteilungen aktivieren. Und dann ploppt es in eurem Screen auf, dass eine neue Podcast-Folge da ist. Das sind eigentlich die Neuigkeiten für heute, Arvid, ja, oder? Was hast du heute noch zu tun bei Regen? Ach, heute haben wir noch eine Zoom-Konferenz und da freue ich mich drauf heute Abend. Und zwar mit der Rüwa. Das ist ein anderes Segelschiff, das derzeit in der Ostsee unterwegs ist mit unserem Jugendcamp, dem Ice Climate Education Camp. Und da sind die Jugendlichen und natürlich die ganzen Betreuer und Helfer und Ehrenamtler dabei und die Schiffsbesatzung. Und die sind jetzt in der Ostsee unterwegs und haben wirklich ein tolles Programm auch, wo es um Umweltthemen gerade rund um die Ostsee geht. Und heute Abend haben wir dann eine Zoom-Konferenz, wo ich die Jugendlichen, ich kann ja selbst physisch nicht anwesend sein, aber zumindest auf diese Art und Weise mal kennenlernen und mir erzählen lassen, was sie in der Zeit alles gemacht haben. Also das findet heute Abend noch statt. Na, super. Okay, und dann melden wir uns einfach morgen wieder mit den neuesten Neuigkeiten von Bord. Alles klar, bis morgen. Tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Fehning.